Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir wollen uns erstmal noch hier umsehen, bevor wir dann hier hinten in das Nekromantenlager Certainly. eindringen. Und ja, so viel erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich eigentlich noch an recht viel aus diesem Spiel. Nur nicht, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Also das bedeutet, dass das Spiel wenigstens viel Eindruck bei mir hinterlassen hat. So, wir gehen erst mal unten lang und kommen dann oben zurück. So. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. So, hier gibt's wieder Gräber mit We are here to love at the odds and will live our lives so well that death will tremble to take us. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Interesting. Ich habe keine Ahnung, was heute aus den Pillars of Eternity-Entwicklern geworden ist. Oh. Leiden unterdrücken. Habe ich eigentlich schon einen Ring? Ja, ich habe einen Gaunsschwur an. So, Alof darf mal Leiden unterdrücken. So, hier gab's auch noch ein bisschen was. Münzen und eine Lederrüstung. Und Dietriche. So, Interesting. der Sarg ist definitiv wieder ver. Ach, gute Kettenrüstung. Was trage ich gerade? Ich trage einen guten Brustharnisch. Eine Kettenrüstung. Ja, du trägst eine Kettenrüstung. Du trägst einen Schuppenpanzer. So, damit wäre das geklärt und wir können uns nun aufmachen in das Nekromantenlager. Mal sehen, ob meine Mechanik ausreicht. Wie hoch ist denn die Mechanik gerade? 6. Wenn nicht, muss ich mal kurz gucken. Darauf kann ich aber leider eh nicht zugreifen, auf das Essen. Hätte ich was, was Mechanik steigert? Nee, könnte ich was herstellen, was Mechanik steigert? Intellekt, Entschlossenheit, Macht, Verfassung, Gewandtheit.
Das steigert hauptsächlich die Attribute, nicht die Fähigkeiten. Hey. I'm here. Shadow. So. Zwei Skelettkrieger. I have you. Shadow. Hey. Yes. Hello? Hello? I'd be glad to. Skelettbogenschütze diesmal. Oh, Skelettzauberer, das wird... Let's see what lies this way. I'm here. I'm here. I'm here. Yeah! Okay, wir haben alle getriggert dadurch. Das ist nicht so gut. Lava will be on secret. Au. Achso, das sind zwei Skelettzauberer. Yes? I'll see what I can find. Okay, das war jetzt nicht so geplant gewesen. Das hat aber irgendwie geklappt. Pfennige, Trank der Macht. Eine Pistole. Look there. Okay, die Falle konnte ich entschärfen. Ja, da ist Helligfontein. Eine einsame Gestalt in zerschlissenen Roben schlurft durch den Raum leise vor sich hin, murmelt. Als du dich näherst, bleibt die Gestalt stehen und dreht den Kopf in deine Richtung. Sein verhärmtes Gesicht ist ein Irrgarten aus Falten und Wundblasen. Überwuchert von einem moosähnlichen Bart. Was soll das? Wer wagt es, Helix Arbeit zu stören? Seine röchelnde und gurgelnde Stimme gleicht der eines ertrinkenden Mannes. Was tust du hier unten? Forschung, eine bunte Mischung aus Beseelung und Nekromantie. Hier habe ich Ruhe und Frieden und einen großzügigen Vorrat an Versuchspersonen. Wenn das alles war, dann auf Wiedersehen. Was sind das für Kreaturen hinter dir? Nur einige persönliche Projekte, bemitleidenswerte Seelen, die in ihren sterblichen Hüllen feststecken.
Ihr Fleisch ist so tot wie das meine, aber ihr Verstand wurde nicht so gut gepflegt. Sie schaben sich um mich wie Lindwürmer um Jungdrachen. Sie sind nicht halb so intelligent, aber... Er sieht zu, wie eines der Wesen gegen einen Schreibtisch stolpert. Sie amüsieren mich. Ich habe nur die Katakomben erkundet. Die Gestalt zeigt mit einem knorrigen Finger auf die Tür. Dann geh und danke deinen Göttern, dass ich nicht hungrig bin. Du bist hellig? Dalton schickt mich, um nach Ovina zu suchen. Er lehnt sich nach hinten und bricht den Schein des Gelächters aus. Seine zerschlissenen Roben teilen sich und geben den Blick auf ein Amulett frei und auf eine gezackte Wunde, die von seiner Brust bis zu seinem Hals verläuft. Mit jedem lachenden Atemzug verspritzt sie eine schwarze, zähe Flüssigkeit. Der alte Narr lebt noch. Ich hoffe doch, dass er mir nicht immer noch zürnt wegen dieses Vorfalls. Das ist nur so lange her. Damit solltest du vielleicht lieber zum Arzt gehen. Was kannst du mir über Dalton sagen? Was ist mit dir geschehen? Dalton glaubt, dass Rowena in den Katakomben ist. Was kannst du mir über Dalton sagen? Nur, dass es ein Wunder oder ein Witz der Götter ist, dass er noch lebt. Er kratzt verkrustet Blut aus seinem Bart. Das Einzige, was er noch mehr liebte als seinen feschen Leutnant, war seine eigene Legende. Er sagte, du hättest Rowena und die übrigen Nordwachenwaldläufer getötet. Hat er auch erwähnt, dass sie mich gejagt haben wie einen tollwütigen Hund? Er rückt seine mooszerfressene Robe zurecht. Ich wollte nur meine Studien fortsetzen. Die Besiedlung war damals noch nicht so akzeptiert wie heute und Nekromanten waren noch nie sonderlich beliebt. Aber sie sind jetzt Leichen genau wie ich. Das alles liegt doch nun wirklich hinter uns. Weißt du, wo Rowena ist? Er scheint einen weiteren Lachanfall zu unterdrücken. Oh, das könnte man so sagen. Wenn du mir mein Zauberbuch von Modred bringst, verrate ich dir das Geheimnis. In Ordnung, was soll ich für dich tun? Als die Besiedlung an Beliebtheit gewann, kam ich nach Trutzburg in der Hoffnung, einen Ort zu finden, an dem meine Forschung mehr Akzeptanz erfahren. Ich hatte einige Monate im Farnheim Sanatorium gearbeitet, als ich Modred kennenlernte. Er spuckte ein Batzen schwarzes Blut auf den Boden. Sagen wir einfach, dass Modred und ich nicht miteinander auskommen. Es wurde so übel, dass wir einander täglich drohten, uns gegenseitig umzubringen. Dieser Mistkerl hat seine Drohung wahrgemacht, wie unschwer zu sehen ist. Er fährt mit einem spitzen Fingernagel seine nässende Wunde entlang, hat mir einen Dolch in die Brust gerammt, während ich schlief, und meine Leichen in die Katakomben geworfen. Ja, wenn Modred dich getötet hat, wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Du stehst vor mir, du siehst gut aus wie einen Toten. Du hast dich mit der Kunst der Beseelung gerettet? Oh nein, Hellig winkt mit einer halb verfaulten Hand. Das ist Magie und es war sehr viel rechtzeitige Vorkehrung nötig, oh ja. Dennoch, es band meine Seele lediglich an diese verfaulende Hülle. Kein Vergleich mit dem Leben, das mir gestohlen wurde. Hellig stößt ein rasselndes Seufzen aus. Und doch siehst du, was ein wenig engvitanische Magie ermöglicht. Mein Verstand ist mein eigener, meine Erinnerungen sind frisch und meine Arbeit kann weitergehen. Und Modred? Modred bewahrt alles, was ihm wertvoll ist, in einer Truhe in seinem Laboratorium auf. Genau wie er mein Zauberbuch gestohlen hat. Er reicht dir mit einer clownartigen Hand einen Schlüssel. Dann mach dich auf den Weg zum Sanatorium vom Farnheim. Worauf wartest du? Bring mir mein Zauberbuch und meine Rache. Dann kannst du deine Rowena haben. Er verschluckt sich an einem Kichern. Leb wohl. Ja, wir haben jetzt keinen direkten Grund, ihn anzugreifen, weil er greift uns nicht an. Und ja, hier sind Wiedergänger. Jede Menge Wiedergänger. Also eigentlich nur drei. Lena. Look there. Okay, die Falle konnte ich nicht entschärfen. Okay, die Falle konnte ich auch nicht entschärfen. Hey. What? Ready, Watcher. Yes?
How may I help? So. Yes? Ja, ihn einfach anzugreifen, das hätte ich jetzt als aggressiv gesehen. Also einfach jemanden unnötig anzugreifen. Etwas Geheimes war das? Nein. Das war eher...